Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video und ja, das ist heute ein kleines Vorstellungsvideo zu einem kleinen Projekt, was momentan auf meinem Div-Server gestartet ist und zwar nennt sich das ganze Coders Clash und es ist ein kleines, wie es hier schon steht, Discord-Bot Coding Tournament und zwar treten verschiedene Teams gegeneinander an, indem sie Discord-Bots coden, die dann auf meinem Dev-Discord veröffentlicht werden und von den Membern getestet werden und dann wird abgestimmt, beziehungsweise der Code wird dann auch noch ein bisschen analysiert und so weiter. Und anhand eines Punktesystems wird dann ein Gewinnerteam ermittelt. Wie ihr daran teilnehmen könnt, beziehungsweise was der Ablauf ist und so weiter und so fort, das Ganze werde ich jetzt hier in diesem Video einfach mal ein bisschen erläutern. Auf jeden Fall solltet ihr Member meines Discords sein. In der Videobeschreibung befinden sich generell alle Links dazu. Auf codersclash.de findet ihr auch hier dieses Dokument, falls ihr euch das Ganze nochmal im Nachhinein durchlesen wollt. Und ich möchte auch noch am Anfang sagen, dass das Ganze sponsored by Signaltransmitter ist. Vielen Dank an euch auf jeden Fall, dass ihr uns zum Beispiel den Server zur Verfügung stellt, wo dann das ganze Zeug drauf laufen wird. Ja, also, kommen wir mal zum Ablauf. Ab diesem Zeitpunkt, wo dieses Video hier veröffentlicht wird, lasst euch jetzt nicht verwirren von dem Datum hier, es hat sich noch ein bisschen verschoben, wird die erste Phase beginnen, und zwar die Teamfindungsphase. Wie ihr hier schon seht, es werden sich mindestens zwei Teams aus 2 bis 5 Leuten zusammenfinden, die zusammen dann einen Discord-Bot erstellen wollen. Falls ihr euch anmelden wollt, dann klickt einfach hier auf diese Badge oder hier auf diesen Link, beziehungsweise Anmeldeformular ist auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, und zwar jenes hier. Da gebt ihr dann einfach euren Teamname ein, der kann im Nachhinein auch noch geändert werden, das ist kein Problem, falls ihr jetzt noch keinen konkreten Namen habt. Dann hier den Discord-Tag, also hier zum Beispiel Zekro, Hashtag 9131 und dann hier die ID dahinter, die ihr dann habt, damit wir euch auf den Discord identifizieren können und in die Liste eintragen können. Von allen Teilnehmern, das kann im Nachhinein auch nochmal geändert werden, falls noch ein paar Leute dazustoßen oder abtreten wollen. Aber das sollte auf jeden Fall noch während der Teamfindungsphase dann passieren. Und hier wählt ihr dann aus, in welcher API bzw. mit welchem Wrapper ihr euren Discord-Bot coden wollt. Das kann man im Nachhinein auch noch ändern, wir sollten es aber auf jeden Fall wissen. Wie gesagt, alles in der Teamfindungsphase. Diese wird eine Woche gehen, falls das zu kurz ist, werden wir das Ganze vielleicht nochmal auf eine Woche erweitern, weil das Ganze jetzt doch etwas später gestartet ist, als ich es eigentlich in Planung hatte. Phase 2 folgt genau danach und zwar ist das dann diese Entwicklungsphase, die wird 4 Wochen gehen. Ja, ich weiß, 4 Wochen sind relativ knapp für die ganzen Sachen, die da mit rein sollen, aber das Ganze soll auch eine kleine Herausforderung sein. Und in dieser Phase, ja, wird halt jedes Team ihren Bot erstellen, Closed Source natürlich, denn man soll sich ja nicht gegenseitig in die Karten gucken. Und das Ganze, ja, könnt ihr natürlich auch in Absprache mit dem Stuff-Team auf unserem Server dann mal testen und so weiter und so fort. Und die Bots sollen auf jeden Fall verschiedene Features haben, die wir zum Teil vorschreiben, zum Teil, die ihr selbst aussuchen könnt. Dazu kommen wir aber später. So, nach dieser Entwicklungsphase beginnt Phase 3, und zwar die Testphase. Die geht 3 Wochen lang und da werden die Bots dann öffentlich gestellt auf GitHub, sind dann ab diesem Zeitpunkt quasi finished. Es dürfen keine Änderungen mehr gemacht werden, außer es sind jetzt wirklich Sachen, wo man sagt, okay, die müssen verändert werden, weil es irgendwelche Discord-Updates gab, weil es irgendwelche Probleme mit dem Server gibt und so weiter. Da können wir dann noch so ein bisschen im Rahmen der Regeln da noch Veränderungen zulassen, aber wie gesagt, alles in Absprache mit dem Stuff-Team. Auf jeden Fall werden hier dann die User auf meinem Discord bzw. auf unserem Discord die Bots komplett testen dürfen, alle Funktionen testen dürfen, die es gibt. Dafür gibt es dann auch extra Rollen. Die Bots werden in der Zeit auch bestimmte Permissions besitzen, die normale Stuffbots in der Zeit eigentlich nicht haben, beziehungsweise die Stuffbots generell nicht haben, damit natürlich alle Funktionen des Bots auch getestet werden können. Phase 4 wird dann die Voting-Phase sein, Phase 3 und Phase 4 sind getrennt, also Testphase und Voting-Phase, denn zum einen wollen wir herausfinden, dass natürlich auch alle Bots die Zeit durchhalten, wenn ein Bot crasht, was kein Crash im Sinne von einem Disconnect oder dass irgendwie die MySQL-Datenbank abstürzt oder was weiß ich. Wenn solche Crashs da sind, dann werden die Bots natürlich neu gestartet, aber falls ein Bot crasht aus Codegründen, dann wird dieser nicht neu gestartet. Das wirkt sich natürlich dann im Nachhinein auch mehr oder weniger aktiv auf die Voting-Phase bzw. auf das Voting aus, denn ein Bot, der nur eine Woche online war, der wird natürlich nicht so gut gevotet. Deswegen Voting-Phase und Testphase getrennt, zudem soll ja jeder Bot auch komplett erstmal getestet werden,
damit nicht jemand schon nach dem ersten Tag sein Vote für irgendeinen Bot abgibt. Voting-Phase, wie gesagt, kommt dann direkt danach, geht auch eine Woche. Dafür wird es dann nochmal ein extra Formular geben. Ist jetzt natürlich noch nicht offen. Und ja, danach wird dann nach der Voting-Phase, wie ihr hier schon seht, am 18. August 2018, wenn die ganzen Termine so bleiben, wir können natürlich Termine noch verschieben, wir können die ganzen Phasen auch noch ein bisschen verschieben, je nachdem. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja mit uns reden, mit dem Staff-Team, falls es noch irgendwelche Probleme gibt, können wir da sehr flexibel noch handeln. Also das sind jetzt alles keine Fixtermine, sondern ja, erstmal die Grundvorgabe, wie das in etwa ablaufen soll. Nach den ganzen Phasen wird dann das Ergebnis veröffentlicht. Es gibt auch ein Punktesystem, aber dazu komme ich dann später noch zu sprechen. Kommen wir erstmal zu den Regeln. Wir haben feste Regeln. Selbstverständlich müssen die Bots auf dem Environment von dem Server laufen. Das Serversystem seht ihr hier unten. Das ist ein Debian 8.0 x86-64, also 64-Bit-Betriebssystem, was auf OpenVZ-Basis läuft. Das ist wichtig zu wissen, sollte aber bei den Features, die wir eigentlich fordern, nicht das Problem sein. Dieser wird 4 GB RAM haben und 4 V-Cores besitzen. Wir können im Notfall auch noch aufstocken, aber wie gesagt, ja, je nachdem, wie viele Teams mitmachen. Mit einem 250 Mbit Upstream, und hier seht ihr alle Sachen, die dann drauf installiert sind. Es wird auch so sein, dass wir keine Binaries entgegennehmen, sondern der Code des Bots wird auf dem Server kompiliert. Das ist auch noch wichtig zu wissen. Die Bots müssen einen Testmodus mitbringen, den man dann in der CI einsetzen kann. Ich denke mal, das sollte bekannt sein, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten können wir euch da auch noch mal ein bisschen drüber aufklären. Das muss jetzt nicht so krass sein, aber dass man zumindest den Bot mal in der CI starten kann, mal die Grundfunktionen, Config auslesen, verschiedene Comments wenigstens mal in dem Testmodus da durchgehen lassen kann, damit wir das Ganze ein bisschen bewerten können. Des Weiteren muss ich hier das mal kurz ein bisschen leiser machen. Müssen die Bots auf Debian Linux laufen, ist natürlich klar, weil der Server läuft darauf, also Windows, C-Sharp und so weiter. Ich weiß, es gibt dort nicht Core, aber wir wollen im Prinzip, dass der Bot auf Linux läuft und es wird kein Windows-Server zur Verfügung gestellt werden. Es wird, ja, es wird kein Windows-Server zur Verfügung gestellt. Sehr gutes Deutsch an der Stelle. Ja, wie gesagt, hier nur Third-Party-Libraries, die wir erlauben, ist natürlich klar. Wir wollen ja nicht, dass ihr euch da einfach verschiedene Libraries zusammenklaut. Das wäre ja auch unfair gegenüber den anderen Teams. Deswegen nur aufgelistete Third-Party-Libraries bzw. in Absprache mit dem Staff-Team können wir da nochmal drüber reden, was da erlaubt wäre. Also im Prinzip, ihr braucht im Prinzip eigentlich keine anderen Libraries als vielleicht bei Java die Music-Library. Da können wir dann mal drüber reden, wie wir das machen. Beziehungsweise, ja, natürlich den Wrapper und die Datenbank-Libraries. Aber wie gesagt, das ist alles, das können wir alles drüber reden, wie wir das machen. Dann müssen die Bots natürlich eine Konfigurationsdatei beinhalten, mit denen wir die konfigurieren können, wenn wir die auf dem Server laufen lassen. Weil wir stellen dann quasi alles, das ganze Framework, die ganzen Datenbanken und so weiter zur Verfügung. Natürlich muss das dann darauf eingestellt werden. Nach der Entwicklungsphase übergebt ihr auch quasi alle, ja, der Code wird halt, die Bots werden dann quasi nur noch auf unserem Server laufen über unsere Datenbanken und so weiter, dass dann die Entwickler im Prinzip keinen Eingriff mehr darauf haben können, weil es könnte ja noch zu Manipulationen kommen. Was wir natürlich nicht wollen, aber in Absprache mit dem Staff-Team kann man dann natürlich, falls irgendwelche gravierenden Fehler auftreten, dann noch ein bisschen was machen, wie gesagt. Und ja, natürlich, die Bots müssen eine Dokumentation mitbringen über alle Commands, die sie besitzen, damit wir auch so ein bisschen Bescheid wissen, wie man die Bots denn steuert, beziehungsweise dass auch die Member des Discords halt auch nachschauen. Aber ich gehe mal davon aus, Comments sind immer dokumentiert bei einem Bot, weil macht ja sonst irgendwie nicht besonders viel Sinn. So, hier haben wir dann auch nochmal ein paar Dependencies aufgelistet, die erlaubt sind. Also generell API-Wrapper geben wir folgende vor. Wir wollen da ein bisschen Einschränkungen machen, damit wir das Ganze dann auch, damit wir dann nicht irgendwie noch einen PHP-Server aufsetzen müssen, wenn da irgendjemand daherkommt. Aber ich gehe mal davon aus, das sind so die gebräuchlichsten Libraries, die man dann nutzt. Und hier unten haben wir auch nochmal aufgelistet, welche Tests denn die Bots durchlaufen müssen. Und zwar wird es zum einen CI-Test geben, natürlich wird der von der CI gebildet, gestartet und getestet. Falls es da Probleme gibt, wird das sich auf die Bepunktung natürlich negativ auswirken. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr das auf Travis machen wollt oder Jenkins, ist natürlich klar. Und dann wird das auch nochmal eine Code-Review von Codekeeper, also wird da durchlaufen, wo dann nochmal der Code-Style und ein paar Error-Checks und so weiter, ja, durchgeführt werden.
So, jetzt kommen wir zu den Anforderungen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt auch, wo es dann sehr wichtig wird für euch, was ihr in den 4 Wochen schaffen wollt. Denn diese Sachen müssen auf jeden Fall drin sein. Eine Config, wie schon oben in den Regeln beschrieben. Comment Parser und Event Händler, natürlich. Geht sonst ja nicht. Eine Datenbankverbindung, falls ihr die braucht. Aber ich gehe mal davon aus, dass mindestens ein Feature hier unten gezogen wird, wo man eine Datenbank braucht. Da könnt ihr eine MySQL als SQL-Variante bzw. MongoDB als Non-SQL-Variante in Anspruch nehmen und natürlich ein Permission-System. Das sollte auch mit drin sein, denn sowas, also die Kontrolle von XP-Systemen und so, die sollte man natürlich auch nicht allen Nutzern überlassen. Wie gesagt, der Bot wird dann komplett auf unserem Discord zur Verfügung gestellt und da soll es natürlich auch ein paar Regeln geben. Ja, und dann wird es halt noch eine Liste geben, die ist hier unten, wo zufällig 4 Sachen noch rausgepickt werden mit einem Randomizer. Das wird dann erst zum Start der Entwicklungsphase ausgegeben, was die Anforderungen sind, die da random gepickt wurden. Auf jeden Fall entweder ein XP-System, Music Comment, Game Feature, irgendeins. Ihr könnt euch da überlegen, was für ein Game ihr machen wollt. Ihr könnt euch da komplett frei darin hier interpretieren. Ein Message-Filter-System, Voting-System, Auto-Channel-System oder ein Report-System. Wie gesagt, 4 von denen werden auf jeden Fall Anforderungen sein. Und falls ihr das nochmal genauer durchlesen wollt, wie gesagt, ist auch nochmal der Link in der Videobeschreibung. Ja, zudem soll es 2 weitere innovative Features geben, also 2 weitere Sachen, die vielleicht noch nicht bei anderen Bots so da sind, beziehungsweise die ihr euch auf eine Art und Weise umsetzt, wie es bis jetzt noch nicht so gab. Je nachdem, wie die Zeit ist, 2 Features. Mal sehen, ob man das schafft in 4 Wochen. Ich weiß, das ist relativ viel, aber es soll ja auch ein bisschen eine Herausforderung sein. Und natürlich könnt ihr auch noch weitere Sachen hinzufügen, wenn ihr wollt, beziehungsweise wenn die Zeit reicht. So, und jetzt kommen wir mal zum Punktesystem. Das ist dann auch schon der vorletzte Schritt. Ja, es ist halt einfach ein ganz normales Punktesystem. Die CI-Tests, jeder CI-Test gibt 100 Punkte, wenn er bestanden wird. Der Build soll fehlerfrei sein. Der One und der Login soll fehlerfrei sein. Und die Tests, ich gehe mal davon aus, die 300 Punkte bekommt fast jedes Team, weil, ja, wenn die Tests hier fehlschlagen, dann kann man davon auch ausgehen, dass der Bot nicht 100% lauffähig sein wird. Dann gibt es noch die Codacy-Bewertung. Da müssen wir mal gucken, weil zum Beispiel bei Sprachen wie Java und so ist das ein bisschen kompliziert, habe ich mir mal angeguckt. Aber ich gehe mal davon aus, dass, falls das bei irgendeiner Sprache nicht möglich ist, das 100%ig umzusetzen, werden wir das dann hier rausnehmen. Wie gesagt, man kann das noch alles anpassen in Absprache mit den Teams und in Absprache mit dem Staff-Team. Ansonsten halt Codacy, wer es nicht kennt, das ist halt eine Plattform, wo man den Code-Style bewerten kann nach typischen Conventions und dann hier eine Benotung von A bis F vergeben wird. Ihr seht schon, da gibt es auch nicht so viele Punkte. Auch hier oben gibt es an sich nicht so viele Punkte. Viele Punkte wird es dann beim User-Voting geben. Es wird dann halt ein öffentliches User-Voting geben, wo jeder User sich einen Bot aussuchen kann, der ihm besonders gefallen hat. Und die Prozentzahlen werden dann mit 1000 multipliziert und das ist dann die Punktzahl, die daraus sich ergibt. Also wenn, sage ich jetzt mal, von 500 Usern eurem Bot 400 voten, dann werdet ihr 80% bekommen. Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Ja, habe ich richtig gerechnet. Ich bin Mathe-Leistungskurs, sehr, sehr krass. Habe ich rausgefigert. Also bekommt ihr dann 800 Punkte, wenn ihr halt 80% der Stimmen bekommt. Das wäre natürlich sehr krass. Aber ja. Dann gibt es noch ein Stuff-Voting, das ist nicht so hart gewichtet, aber wir wollen auch so ein bisschen eure Bots betrachten, auch den Code und so und wollen auch unsere eigene Meinung damit abgeben. Also alle Moderator, Admins und Supporter auf meinem Discord gehören zum Stuff-Team. Die werden dann nochmal extra eine Abstimmung bekommen. So, dann gibt es natürlich Abzug, weil der Bot während dem Test crasht. Das sind 500 Punkte. So viel wollte ich hier nicht abziehen, weil ich meine, das User-Voting wird dann eh schlecht ausfallen für Bots, die crashen. Und sollte ein Bot die Tests bzw. auf dem Testsystem überhaupt nicht starten oder die Tests hier beim Build noch nicht mal durchlaufen, dann wird er natürlich disqualifiziert. Weil wenn nach der Entwicklungsphase wirklich der Bot absolut nicht startet, absolut Fehler auftreten, wo wir sagen, das hat nichts mit dem Environment zu tun, das ist einfach nur schlecht gecodet, dann wird es natürlich eine Disqualifikation gehen, aber ich gehe mal davon aus, das wird nicht passieren. Es wird vielleicht zu ein paar Environment-Problemen kommen, aber das kann man ja dann im Nachhinein noch fixen.
das sind so Sachen, da drücken wir dann mal ein Auge zu, aber wenn die Bots halt wirklich gar nicht kompilieren auf dem Testsystem, aus Gründen, weil irgendwas im Code falsch ist, dann werden wir natürlich da eingreifen. Und am Ende wird es eine Gesamtpunktzahl von 1750 Punkten geben, wer natürlich die meisten Punkte hat, hat natürlich gewonnen, ist klar. Preise, wie gesagt, wie ich das ja auch schon oben geschrieben habe, das soll ein Turnier sein, da geht es um Spaß und um Ehre, sage ich mal so. Also wird es jetzt keine großen Geldpreise und so geben, aber es wird natürlich trotzdem ein bisschen was geben. Zum einen bekommt ihr die Rolle, dass ihr die erste Season des Turniers gewonnen habt. Und die wird auch getrennt von allen anderen sein. Also es wird schön prestigemäßig auf unserem Discord natürlich gezeigt, dass ihr die Geilsten wart. Oder seid. Zudem bekommen das Team, dessen Bot gewinnt, der Bot bekommt dann eine extra Rolle. Das wird in etwa ähnlich der Stuffbot-Rolle sein. Also der Bot wird auf jeden Fall ein paar mehr Rechte bekommen, dass er dann auch auf dem Discord so ein bisschen seine Funktion natürlich nutzbar machen kann. Also es wird quasi, ja, es wird ein Bot, ein Userbot, der ein paar mehr Rechte hat und dann natürlich auf dem Discord dauerhaft zur Verfügung steht. Und dabei bieten wir euch sogar an, dass wir den Bot für euch hosten, beziehungsweise ich wahrscheinlich auf meinem Server werdet den dann für euch hosten oder wir holen uns dann extra Server für. Oder ihr hostet den Bot selber, das könnt ihr natürlich auch machen, falls ihr das machen wollt, aber dann sollte es zumindest so sein, dass wir Zugriffsrechte auf dem Server bekommen, wenn mal irgendwas los ist mit dem Bot, weil wie gesagt, der bekommt halt relativ hohe Rechte. Da wollen wir natürlich dann auch so ein bisschen gucken, dass wir den zumindest runterfahren können, wenn es Probleme gibt. Wir wollen nicht vielleicht hundertprozentig Zugriff auf den Server haben, aber dass wir eingreifen können. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Zudem wird es dann ein Vorstellungsvideo zu dem Bot auf meinem Discord, beziehungsweise auf meinem YouTube-Kanal geben und natürlich auch auf dem Discord als kleine Einleitung, dass der Bot gewonnen hat und so weiter. Ja, das sind quasi Preise. Wie gesagt, es geht halt mehr um die Ehre und um den Spaß, als dass ihr großartig hier was gewinnen könnt. Zu jeder Phase, beziehungsweise am Ende jeder Phase, wird es dann auch nochmal ein Video hier auf diesem Channel in dieser Form geben. Ich habe das jetzt hier auch einfach mal in einem One-Taker aufgenommen. Ja, weil das Ganze doch relativ zeitig noch raus muss. Und ansonsten würde ich sagen, ja, ich hoffe, ihr macht dabei mit. Ich hoffe, ihr habt dabei Spaß und ich hoffe, sowas gefällt euch vielleicht auch mal. Vielleicht können wir das ja dann auch öfters mal machen. Und ansonsten würde ich sagen, übrigens, ganz am Ende möchte ich jetzt mal sagen, vielen Dank an Yannick, also an Vorjahrsie auf meinem Discord. Der hat nämlich erstmal mich auf die Idee gebracht, sowas mal zu starten. Hätte ich jetzt fast vergessen, ich wollte es noch sagen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute, und auf Wiedersehen.